Der Mittwoch fällt leider überwiegend ins Wasser. Gummistiefelfreunde kommen morgen, aber auch in den nächsten Tagen ganz auf ihre Kosten. Das Gute, zwischendurch schaltet sich auch mal wieder die Sonne ein. Trocken bleibt es morgen eher nicht. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt im Verlauf des Tages. Zumindest vereinzelt kriegt man aber auch mal die Sonne für die ein oder andere Stunde zu sehen. Die Temperaturen tagsüber zwischen 11 und 18 Grad, in der Nacht rund 13 Grad, dann gibt's auch ziemlich sicher Schauer. Am Donnerstag könnte es dann zumindest ein bisschen aufklaren, aber Wolken und Schauer prägen das Bild. In der Nacht gibt es Regen, mehr Sonne steht am Wochenende an, auch die Temperaturen steigen auf über 20 Grad. Die wetterliche Berg- und Talfahrt tut Migränepatienten nicht gut. Sie sollten sich die nächsten Tage schonen. Auch den Atemwegen bekommt das Wetter nicht. Dafür dürfen Menschen, die Probleme mit dem Kreislauf haben, aufatmen.